Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro the Dragon in der Reignited Trilogy. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, nicht da lang. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Level wir hier schon gemacht haben. Ich glaube, das hier hinten haben wir noch nicht gemacht. Die Spuktürme. Dann können wir direkt mal gucken, ob wir da, falsche Taste, ob wir da einen Fähigkeitspunkt haben. Verbrenne den blauen Zauberhut. Okay. Wissen wir Bescheid. Ich glaube... Ich weiß nicht, was das... Ich glaube, das ist das Level mit dem Supersprint. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Wir werden jetzt gleich eh sehen, was das ist für ein Level. Supersprint und diese Rüstungen, die verzauberten. Kann natürlich auch was anderes sein. Ja, Zauberrüstung. Ah, cool, die leuchten. Die machen sogar Geräusch dabei. Okay. Oh. Okay. Oh, okay, die haben wir bisher auch noch nicht gesehen. Der sieht auch sehr süß aus. Ich weiß jetzt nicht, welcher mir besser gefällt. Das hier, der hier ist, oder der grüne. Die sind beide sehr schön. Achso, der hat sich dahinter versteckt. Eieiei. Okay, dann holen wir uns erstmal. Holen wir uns erstmal die Fee hier. Hallo? Sieht so schön aus, ne? Schaffen wir das? Sicher dat. Na super. Direkt alles auf einmal geschafft. Hier, das sieht auch schön aus mit dem Grün. Ich stehe ja so auf Grün-Blau. Fällt mir sehr gut. So. Ach, guck mal, schwebende Steinchen. Mag ich auch. Also. Ich glaube, alle Welten von Spyro sind so, ne? Mit diesem. Dass das so schwebende Inselchen sind. Fällt mir jetzt erstmal so auf. So, jetzt bist du an der Reihe. Da gehen wir noch nicht lang. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was vergessen haben. Ach genau, den müssen wir ja mitnehmen, ne? Dann knutschst du mich nochmal. Hier, die auch angrenzt. Das ging doch gut. Ja, das da hinten. Lass mal liegen. Weil da kriegen wir ja eh nochmal so ein Knutschding. Hier haben wir noch einen Zehner. Ah, da habe ich noch eine Kiste. Na gut, aber... Ja. Cusco. Nee, Cusco. Hey, Spyro. Alle Drachen wissen, dass ein Feenkuss magisch ist. Finde heraus, was er für deine Flammenkraft tut. Der muss aber aufpassen da mit dem... Mit dem Feuer, der hat sich gerade fast... Ey! Der hätte sich gerade fast sein Bärtchen da angefackelt. Ja, da ist die andere Fee. Erstmal hier ein bisschen... Sieht von hier aus aber auch schön aus, ne? Vor allem das Weiß mit dem Gold. Hm. Da steht nur Mega drauf. Kann das andere nicht lesen, leider.
Und da sieht man den Edelstein. Warum auch immer der da drin ist. Din, 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 din. So, dann knutsche ich mal. Ich habe jetzt auch ganz vergessen, nach dem Hut da Ausschau zu halten, aber ich gehe mal davon aus, dass der hinten da. Oh, bin ich jetzt tot? Nee. Aber ich habe keinen Sparks mehr. Ich muss mir erstmal Sparks holen. Nicht, dass der mich da oben noch kaputt macht. Okay. Ich hätte mich ja nur noch einmal treffen müssen und dann wäre ich hinüber gewesen. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles. Können wir mal hier hoch und dem hier erstmal sagen, dass der aufhören soll. Ich gehe davon aus, dass der da hinten ist. Funkelt hier alles so schön golden. Naja, fast. Was war das? Ah, das ist bestimmt über uns. Ich höre irgendein komisches Geräusch, aber... Ich habe die falsche Tür genommen. Ich hätte die beiden... Ja, beide rechts müssen wir nehmen. Da ist er. Dieser komm, wir holen mal den Drachen. Wie heißt du denn? Lutalo. Haltet eure Hörner fest. Hier kommt Spyro. Geduld, Kleiner. Bald kannst du es mit dem wichtigsten aller Gegner aufnehmen. Mit Nasty Nog. Die sehen alle so schön aus, die Drachen. Also vor allem auch hier in der Welt. Also ich glaube, hier gefallen mir die Drachen bisher am besten. So, ich denke mal, ich müsste das gar nicht machen. Ich glaube, die Türen können wir auch hiermit kaputt machen, ne? Haben wir doch eben auch gemacht, oder nicht? Ah, ich drücke immer. Ich drücke immer schon die Taste zum Laufen und in welche Richtung ich laufen will. In der Sequenz, wo wir geknutscht werden, aber dann verzieht der am Ende irgendwie und das ist nicht so gut. Tja, wo ist denn der blaue Hut? Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so wirklich drauf geachtet. Kann natürlich auch sein, dass man da rumfliegen muss oder so. Ich weiß es nicht. Ach, das ist er. Dann machen wir nochmal einen Knutschi. Ach, das war auch, was ich eben gehört habe. Schon wieder. Totale Zerstörung. So. Gut, da waren wir fertig. Hier waren wir überall, dann holen wir uns einfach noch einen Knutscher. Man darf die Kamera nicht drehen. Jedenfalls nicht selbst. Nein! Scheiße! Aber die Fee ist hier, das ist gut. Komm, gib mir mal einen Knutscher. So, der dreht sich jetzt von selbst. Und du noch. So. Waren jetzt hier, glaube ich, alle. Aber das ist hier anders. Ich meine, die Fee... Das war sowieso anders. Moment mal.
Ich glaube, man hatte im ersten Teil überhaupt nicht so eine Anzeige, wie lange das noch geht. Sondern der hat dann irgendwie, glaube ich, zum Ende hin geblinkt oder so. Geblinkt, geblunken. Und hier hat er, glaube ich, sehr, sehr lange gehalten, der Knutsch. Und hier hat er jetzt genauso lange gehalten wie die anderen auch. Naja. Gut, ja, dann ist jetzt wohl... dann ist jetzt wohl der Olle... Der Olle Supersprint dran. Ich verkack den doch. Ach, ja, okay. Ich dachte, warum höre ich hier wieder die Rüstungen, aber macht Sinn, weil die liegen da über uns. Na gut, dann auf ins Getümmel, Hände weg vom Lümmel. Da ist der Hut. Ich habe den Hut gefunden. Ich habe ihn aber nicht bekommen. Doch! Sehr gut. Sehr schön. Ich habe bei diesen Fähigkeitspunkten irgendwie ein bisschen Glück. Ja, weg ist er. Super. Dann muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Super. Ach scheiße, Moment. Da oben ist eine Kiste, ne? Ja. Oder ist das der Knutscher von ihr, der so lange hält? Vielleicht komme ich ja auch mit dem hier vorne hin. Das kann natürlich sein. Copano. Du bist ein echter Superladungsexperte. Gut gemacht. Mit seinem Tee. Süß. Ja gut, vielleicht komme ich ja mit dem Feueratem von ihr das war aber ganz schön knapp. Ja, die sieht auch anders aus, ne? Ja, der hält jetzt hier für ewig, glaube ich. Auf ewig, auf ewig. Das ist gut. Ja, die sieht anders aus. Ich meine, die anderen wären blau gewesen. Die ist jetzt golden. Gülden. Super. Wahrscheinlich haben wir sowieso irgend... Wahrscheinlich haben wir hier... Oh, direkt kaputt gemacht. Wahrscheinlich... Jetzt muss ich auch mal fertig reden. Wahrscheinlich haben wir auch irgendwo wieder Edelsteine verpeilt. Es ist mal langsam gut hier. Mein Freund. Altmetall. Ach, wahrscheinlich alle Dinger kaputt gemacht. Weil die wieder im Gras liegen oder so. Yay! Wir haben alle Edelsteine und wir haben auch, glaube ich, alles jetzt hier, ne? 100% des Levels abgeschlossen. Wunderbärchen! Super. Wir gucken gerade nochmal. Genau, Jacques müssen wir nur nochmal auf Perfect schaffen und nochmal Perfect Nasty Knock. Dann haben wir alles. Wunderbar. Ich kann zwei Runden nicht immer so bleiben, es sieht voll schön aus. Wo war denn nach Hause? Ach genau, das war... Ich dachte, das wäre hier unten gewesen. Guck mal, ein ganz großer Stein.
Moment, ich will gucken, wie die Fee aussieht. Ja, blau-lila. Und die andere war gold. Nach Hause. Super. Also ich muss sagen, die Fähigkeitspunkte sind an sich recht einfach, bis auf das eine Bild da, wo ich mich wahrscheinlich zu Tode gesucht hätte, wo ich dann nachgeguckt habe. Wenn man sie weiß, also ich sag mal so, sie sind einfach, wenn man es weiß, was für welche es sind. Jetzt zum Beispiel diesen komischen, den Baumstumpf da kaputt machen, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Und, jetzt auch hier diesen Zauberhut abfackeln, wäre ich auch so nicht drauf gekommen. Aber wenn man weiß, was es für welche sind, dann sind sie einfach. Ich sage jetzt mal, die sind auch... Also die Fähigkeitspunkte in den anderen beiden Spielen sind einfacher rauszufinden als hier in dem Spiel. Hier hätte ich mich, glaube ich, der Tode gesucht, die... wenn es da keine Liste gäbe. Das hier ist auch ein Level, was ich kurz in einer Demo oder sowas, also in einem Video gesehen habe. Das gefällt mir auch sau gut. Vor allem, das sind so... nicht so normale Holzsteine. Genau, Julia. Also so Steininseln. Holzsteine, wie komme ich denn darauf? sondern sind so eher so Edelsteine irgendwie. Und dann in so einem. Ach so, Spyro, was ich wollte. Wer grunzt denn hier so? Und dann halt in so einem. Ja, weltallmäßigen Umgebungskram. Das sieht ein bisschen bei. Ich glaube, Borderlands Pre-Sequel oder so. Da gab es auch so ein Level, was so ähnlich aussah. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Borderlands 2... Oh, wie süß! Borderlands 2 oder Pre-Sequel war. Ach, guck mal, die Schüchchen. Süß. Okay. Wir gucken auch in zwei verschiedene Richtungen, ne? Die großen Öhrchen. Da, 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 da. Na gut. Jetzt habe ich ja auch endlich mal den Unterschied erfahren von den ollen Kisten. Jetzt weiß ich auch, welche ich öffnen kann und welche ich wofür ich einen Schlüssel brauche. Kasia. Die Gegner hier können ziemlich erschreckend sein, aber achte auf die Narren. Ich grille lieber die Narren. Das nenne ich einen Plan. Da hat er aber einen dicken Schwanz. Na, euch kennen wir ja schon. Vor allem mit diesen Pünktchen da drin, ne? Ach, schön. So. Die machen jetzt auch nicht mehr. Oh, das war sehr schlecht nachgemacht. So, die machen jetzt nur noch. Wuff. Die heißt doch Gutbündchen.
Azizi! Danke, dass du mich befreit hast. Schön mit Sternzeichen auf den Flügeln und er war anscheinend blind, so wie er aussah. Oh! Ich bräuchte mal was für meine Libelle. Nein, ich bin gar nicht da. Die Schildkrötchen sind aber auch sehr süß, ne? Okay, dafür brauchen wir... Oder so. Ist auch okay. Da will ich jetzt gleich mal gerne wissen, was die Rakete hier macht. Wird sich wahrscheinlich das Spiel aufhängen und meine PlayStation 4 löschen oder so. Bakari! Sein, dem es gelingt, die Nog zu besiegen. Genau der bin ich. Er hat süße Schuhe angehabt. So, hier oben sind wir fertig. Dann müssen wir jetzt irgendwo nach unten. Wo war das denn? Da. Da wollen wir noch nicht hin. Erstmal hier raus. Das war knapp. Zwei Zähne. So. Hier ist noch ein Feuerwerks-Dingsbums. Ach, da müssen wir ja auch noch hin. Dann machen wir erstmal den Kram hier drinnen fertig. Und dann gehen wir nochmal raus. Soll ich mich gern... Wo sind die anderen ganzen Schmetterlinge hin? Ach so. Hier gibt es sonst ja nicht mehr. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Dann können wir hier rüberfliegen, ne? Ich glaube, der macht gar nicht hell. Oh. Double KO. Naja, fast KO. Also ein KO. Oh, ein KO war auf jeden Fall. Gottes Willen. Also die Hunde sind auch ein bisschen doof, ne? Die könnten sich eigentlich da hinstellen, wo es dunkel ist. Aber die bleiben da ruhig. Da, wo es hell ist. Damit sie klein bleiben. Darüber müssen wir auch noch. Wie kommen wir denn da hin? Von da oben dann wahrscheinlich. Na gut. Ah, da hab ich doch beinahe einen blauen vergessen. So. Apara. Danke, Spyro. Ich würde dir ja helfen, Nasty zu schnappen, aber ich will nicht wieder im Kristall festsitzen. Keine Sorge. Der Einzige, der festsitzen wird, ist er selber. Der gefällt mir auch. Der war sehr sympathisch. Also von der Stimme her war er immer sehr sympathisch und hat auch natürlich wieder sehr schöne Flügel gehabt. Ach, hier ist Brühe. Sieht aber auch lecker aus, ne?
Das hat immer noch keinen Sinn hier unten. Ich höre einen Drachen, genau. So. Obasi. Danke, dass du mich befreit hast. Der hat auch einen schönen Schwanz gehabt. Der hat da so Edelsteine drauf gehabt. So, als ob die so da rauswachsen würden. Da gab es auch bei Borderlands. Ich muss schon wieder nur zu Borderlands. Ich weiß auch wieder nicht, welcher Teil das war. Da gab es auch so Viecher, die haben Edelsteine an den Beinen gehabt. Wenn man die abgeschossen hat, konnte man die als Geld einsammeln. Auch sehr cool. So, mal sehen, ob ich hier alle Edelsteine habe. Ja, ich glaube schon. So, dann können wir mal gucken, was jetzt passiert. Nichts. So, wir gucken nochmal. 100%. Ja, dann können wir abhauen. Zack. Zehntausend Edelsteine. Das ist eine schöne Zahl. Hört man auch gerne. Aber 10.000 Edelsteine, ich würde auch 9.756 Edelsteine nehmen, so ist das nicht. Aber 10.000 ist schon schön. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Ich meine, das hier hinten hätten wir schon, da fehlt glaube ich nur noch Jacques, ne? Ja, das schwebende Schloss haben wir, genau. Ja, da fehlt meines... Schön! Fehlt meines Erachtens nur noch Jacques. Boah. Ich bin nochmal überlegen, aber... Mir fällt jetzt kein Level ein, was da noch sein müsste. Das Fluglevel haben wir jetzt allererstes gemacht. Sollte man, glaube ich, alles haben. Bisher. Wie ist die Musik? Haben sie die Baseline geändert? Ich meine, das hätte sich anders angehört. Oder ich verwechsel das gerade, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich verwechsel das. Ja, ich verwechsel das. Ich habe das mit dem Level von vorhin irgendwie verwechselt. Sie sind am Träumen? Ja, diese Blubberbläschen da am Kopf. Ich glaube, die sind am Träumen. Süß. Ich glaube, ich bin ja normalerweise immer den... rechten Weg zuerst gegangen, oder? Ich weiß es gar nicht. Reicht das? Ja. Machen wir erstmal hier die Seite zuerst. Ach komm, Sparks, den hättest du doch holen können.